Stuggi TV. Deine Stadt, dein Sender. Fliegen gilt als klimaschädlichste Art, sich fortzubewegen. Wenn es nach Bewegungen wie Fridays for Future geht, sollten Reisen mit dem Flugzeug konsequent vermieden werden. Muss ich also ein schlechtes Gewissen haben, wenn es mit dem Flieger in den Sommerurlaub geht? Ich denke, ich sehe es tatsächlich auch egoistisch. Natürlich sollte man die Umwelt auch schützen und da auch schauen, was man machen kann. Aber ich denke, dass da doch beim Fliegen auch oft noch der Egoismus selber mit reinspielt. Also ich würde auch in Urlaub fliegen. Eigentlich finde ich es voll wichtig, auf die Umwelt zu achten. Und zum Beispiel nach Berlin oder so kommt man voll gut mit dem Zug. Oder irgendwie nach Paris. Es ist auch besser, mit dem Zug zu fahren, wie zu fliegen. Also es ist schneller und eigentlich auch komfortabel. Es ist halt schon nervig mit den Verspätungen, weil ich fahre nicht relativ viel Zug und fast jedes zweite Mal oder mindestens jedes zweite Mal gibt es Verspätungen und das ist dann schon ärgerlich. Desto älter man wird, desto mehr wird es einem eigentlich bewusst, wie viel man eigentlich selber da mitwirken könnte, wenn man zum Beispiel eben nicht das Flugzeug benutzt. Aber für weite Entfernungen ist es halt, man denkt schon drüber nach, aber es ist halt unmöglich, anders zu machen, wenn man zum Beispiel nach Amerika möchte. Also wenn das Reiseziel machbar ist, mit dem Zug hinzufahren, dann sollte man das auch machen. Eher Flugzeug aus dem Grund, weil es einfach schneller geht. Im Zug, das ist halt stressig wegen dem Umsteigen und alles drum dran. Deswegen bevorzuge ich ein Flugzeug, weil ist man halt schneller dran. Die Umwelt ist mir auch sehr wichtig. Ich bekomme jetzt auch alles hier mit Stuttgart und dem Dieselverbot und alles Mögliche. Und ich bin auch wirklich für öffentliche Verkehrsmittel und Ähnliches. Und ihr meint jetzt ja, die Umwelt sei euch wichtig. Habt ihr dann auch ein schlechtes Gewissen, wenn ihr das Flugzeug wählt, anstatt irgendwie mit dem Zug oder einer anderen Möglichkeit irgendwie die zu nehmen? Wenn man keine anderen Möglichkeiten hat, dann denkt man wenig dran, aber sobald es in den Nachrichten erscheint, dann überlegt man sich jetzt zweimal, wie veranstalte ich meine nächste Reise. Ja, aber an sich denkt man wenig dran, wenn man selber fliegt. Ja, also bei mir ist es so, in Deutschland denke ich eher weniger dran, aber wenn ich jetzt zum Beispiel bei uns dort in der Türkei bin, dann sehe ich das ja, sieht man die Abgase komplett auf den Straßen und da denke ich auch wirklich jede Sekunde eigentlich dran, wenn ich irgendwie unterwegs bin und Autos sehe. Ich habe da kein schlechtes Gewissen. Warum nicht? Ist angenehmer, vor allem wenn man so eine lange Reise antritt wie jetzt Marrakesch, da bist du eigentlich gezwungen, den Flieger zu nehmen. Wir sind zum Beispiel gerade mit dem Zug gefahren hierher und zu viel Warterei für mich, zu viele Verspätungen. So an sich finde ich es nicht verkehrt, auf die Umwelt zu achten, aber da geht so viel Zeit verloren. Ich würde sagen, dass es egal ist, weil es auch schlimmere Sachen gibt, die der Umwelt schadet. Wie zum Beispiel ein Silvester tut was weiß ich wie viel Prozent der Umwelt schaden vom ganzen Jahr. Da sollte man sich eher auf andere Sachen fixieren, anstatt auf Züge und Flugzeuge. Wenn man das Thema Umwelt berücksichtigen sollte, dann wäre es natürlich besser oder schlauer, mit dem Zug zu fahren. Aber da müsste man auch preislich den Bürgern einfach entgegenkommen.